So, Making of Tag 3. Ja, jetzt halt mit neuem Equipment, einer schönen geilen HD-Kamera und ansonsten dem gleichen Zeug, aber besseren Klamotten. Und er hat sich schick gekleidet, wie man hier schon sehen kann. Ja. Und ein paar Schuhe, was sind so können. Rucksack, Schuhe, die wir brauchen werden, Süffeln. Mach mal. Filmst du schnell. So, ja. Und was ist noch alles? Schuhe für die Schuhszene. Ja, aber ich weiß nicht, was da passiert. Genau. Noch mehr Süffeln. Keine Unterhose, sondern Kleidung noch. Dass wir uns unten umziehen werden. Stativ. Und ein richtig geiler Sonnenuntergang. Und natürlich das Wichtigste fehlt noch: Wasserfarbe. Guck, da ist mein Name drauf. Achso. Oh, da kann ich den Namen hier verraten. Du hast Michael Mohlein. Hm, Felix Ferstl. Verdammt. Michael Leitner, was, wo? GmbH. Da. Pflasterstraßen, Tiefbau, Tankstelle. Ja, komm, geh weiter. Tankstellenbau. Also, wir sind gerade auf dem Weg. Nach zur alten Location, wo wir gestern schon mal, nee, vor zwei Tagen schon mal waren. Doch, gestern. Gestern haben wir die ganzen Sachen geschrieben. Gestern haben wir beides. Nein, ich nicht. Also, wir gehen dann mal runter, diesmal mit richtig gescheit Zeug. Versuchen die Szene richtig hinzukriegen. Nicht wie das letzte Mal. Ja, ist davor, weil eigentlich nur so der Probedurchlauf, die Übung, ob alles so sitzt, wie wir uns vorstellen. Und jetzt mal Rudolf. Und dieses Scheißding, das. Dieses kleine Teil. Das haben wir stundenlang gesucht. Womit man Kamera auf die Scheiße. Ja, da ist ja ein Rätsel draußen, war gerade auch ein Michi. Oh, Entschuldigung. Hast du mir vorher gesagt? Ja, ich wollte ja gerade sagen, jetzt habe ich dann Stopp gesagt. So, jetzt nehme ich mal kurz die Kamera. Ah. Schau mal den Finger an. Ich schau mal den Finger mal rein. Au. Ah, was hältst du denn so scheiße? Sieht geil aus. Schön. So, und auf dem Weg zu der neuen Location, wie gesagt. Alt 9. Alter, die Schuhe ringen auf, ey. Wahrscheinlich verliere ich jetzt die ganze Hälfte. Nein, es fühlt sich so an, weil es noch hin und her schlagert. So, haben wir heute wieder übelst viel Geld ausgegeben für, wie gesagt, Kameras, Schuhe. Was noch alles gekauft haben. Hey, was geht's auch mit Zeit dann ab? Wurde fast überrannt von einem Pferd. Pferde. Und mit dem Typ, der uns unauffällig angeschaut hat, wenn es weggeht. Perfekter Boden. Ja, das ist der Boden. Ever, ey. Nee, wirklich, für eine bestimmte Szene, das ist der perfekte Boden. Eine bestimmte Szene, die wir jetzt nicht sagen werden. Alter, gibt's halt, das sieht jetzt gerade so richtig geil aus hier. So ein Sonnenuntergang. Das sieht wahnsinnig geil aus. Guck mal hinten irgendwie. Wow. Hä, hey, das sind Windmühlen. Das sind keine Windmühlen. Windräder, was sind die da? Die sind weit weg. Die sind halt weg. So aus. Ja, was sind denn die? Ich bin kein Mensch, glaube ich, nicht da. So, also, wie gesagt. Das ist ein locker gerade irgendwie. 180 Kilometer Luftlinie. Keine Ahnung. Ja, egal. Staubt das hier richtig. Boah, das ist wahnsinnig. Diese Schuhe. Meine Schuhe waren gestern noch dunkelbraun. Sind sie. Meine waren weiß, jetzt sind sie schwarz. Was? Hä? Kaufst immer die gleichen 5 Euro Schuhe? Ja, nee, zu Hause diesmal, weil ich keine anderen Schuhe hatte. Ja. Freitag kaufe ich mir bessere Schuhe. So, wir sind immer noch beim Making of und heute ist es Zeit, Michi zu schminken. Oh, ich habe den Namen gesagt. Backstage-Bereich oder Making of Nummer 2. Hier ist gerade Schminken angesagt. Soll ich machen? Richtig rot. Können wir ein bisschen mischen als. Ein dunkles Rot. Ein bisschen mit Schwarzem als. Wir tun heute den Typen da, wir sagen den Namen nicht. Ein bisschen schminken. Nur nein. Halt mal die Hand hin. Das war's. Das? Schminken.
Ich geh in meinen Kasten. Au! Ich hab das scheiß Ding in meinen Fuß gerammt. So. Aber ich bügel so also das Hemd dann nicht bügeln, oder? Möglichst nicht, das gehört halt so ein bisschen rum, dass es trocknet. Mhm. So, und weiter geht's. Making of me. Kann gerade voll ab, weil wir gerade voll Scheiß gemacht haben. Ja, und das geht nämlich immer hinten dran als vor. Jetzt geh mal. Whatever they believe, you never judge someone. Nobody needs to tell you what is right or wrong. They don't need to tell you anything. Welcome to my world. If you can't say they all can't just do what they want. Whatever they believe, you never judge someone. Nobody needs to tell you what is right or wrong. They don't need to tell you anything. So, alle Leute, Tag 3, 2, 3. Ich bin müde. Ja, schon. Tag 3 geht zu Ende. Es ist schon Nacht. Es läuten gerade die Glocken für keine Ahnung wie viel Uhr. Spät. 9 Uhr, spät Uhr. 5 von Nesquik auf jeden Fall. Ja, alles. Wir sind gerade auf dem Weg nach Hause und haben jetzt halt den ganzen Tag gefilmt und wir haben jetzt 20 Sekunden Filmmaterial ungefähr. 90 Minuten. Making off. Ja? 19 Minuten Making off und 20 Sekunden Film, das ist deprimierend. Wir wollten eigentlich gerade noch mal ungefähr 20 Minuten für Video, für den ganzen Film filmen, dass wir 40 Sekunden haben. Ho, ho, ho. Aber leider ist in dem Wald da links von uns das Licht ausgegangen. Stockmauern finster, siehst du gar nichts mehr. Also kannst du gucken, was du willst, nichts. Natürlich.
natürlich sind wir keine Profis, die mit ihren fetten LKWs kommen und dann irgendwie Scheinwerferhalter, ja, mal da lang, Scheinwerferhalter irgendwie sich dingsen können. Ja, das können wir nicht. Wir haben natürlich Scheinwerfer, wir haben völlig kein Studioscheinwerfer und alles, aber. Kein Strom. Kein Strom. Wir müssen nicht im Hamsterrad rumrennen und Kraft erzeugen. Ja doch, das können wir machen, genau. Wer ist dafür, dass er im Hamsterrad rumrennt, bis wir Strom erzeugen und dann durch die Scheinwerfer zum Lauf bringen? Stimmt ab. Verblättert in den Comments. So, auf jeden Fall gerade Heimweg von Tag 3. Spät in der Nacht. Nein, ja, spät in der Nacht, 9 Uhr. Gehen, morgen arbeiten, danach wieder aufnehmen und dann wieder arbeiten. Nein. Hintergehen, feiern gehen, wir trinken Vollmilch. Ach ja, genau. Wir gehen Vollmilch trinken. Also natürlich, na, Kuhmilch trinken wir jetzt halt. Wir tragen im Grunde. Boah. Leck, ich glaube, das ist Dünger. Scheiße, ich glaube, wir gehen auf Dünger. Was ist das? Ah, da wächst irgendwas. Alter, das ist eklig hier. Hast du meine Schuhe noch dran? Meine Beine, ne? Ja. Okay. Du hast deine Schuhe noch mit den Füßen. Okay, ich meine Schuhe noch daran. Daran. Auf jeden Fall. Die ersten Sekunden sind auf jeden Fall jetzt im Kasten und ich bin auch gleich im Kasten. Wie? Mit deiner Vollmilch? Mit meiner Vollmilch? Ich erzeuge selber Vollmilch. Okay, das Ding ist falsch. Wir wollen ja gar nicht irgendwie. Piep! So. Und wir haben jetzt ja noch ein paar Kontakte angerufen. Jetzt bekommen wir auch neue Kameramänner und neue Schauspieler, sag ich jetzt mal. Und dann läuft jetzt alles viel flüssiger, nicht so zähflüssig. Vielleicht geht auch alles ins Qualitativ. Sind die Dreharbeiten alles etwas schneller wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht alles schneller, genau. Nicht extra Kamera auf Kamera stapeln. Sondern Kamera auf Kamera, Kameratyp stapeln. Genau. Das ist dann der Kamerastapeltyp. Der stapeln wir hier. Und ja. Trotzdem gibt es noch sagen, oder? Was gibt's noch zu sagen? Die Glocken läuten immer. Oh, ach. Aua. Meine Hand bricht. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe ein Unterhemd an. Warum? Das hat nichts damit zu tun. Ich trage mein Leben nie Unterhemden, aber ich habe es extra dafür gekauft. Für den Film, ja. Übelst viel Kosten für den scheiß Film. Heute schon wieder. Viel, Hunderte. Ja, mindestens 500 Euro oder so. Wie viel? 500, oder? Ja, mindestens 500 Euro ausgeben für Kamera, Stative, Unterhemden. Ja, das Unterhemd hat 500 Euro gekostet, sind Diamanten dran. Klamotten an sich, zum Beispiel seine Anzug, Hemdsachen, Hemd, Hose, Schuhe, Springerschuhe noch gekauft, Getränke noch für unterwegs gekauft, aber es ist ja nicht so wichtig eigentlich. Versenkt. Skimaske, Sturmmaske, wie die heißen, gekauft. Aber die ganzen Sachen, seht ihr dann, für was wir sie gebraucht haben, um den Boden aufzuwischen? Ja. Ja. Die Kamera auch. Ja genau, wir wischen mit der Kamera mit gerne den Boden auf. Ja, mit einer 3-Euro-Kamera. Ja genau. Ja okay, meine hat mehr gekostet.